Willkommen zum 9. Lauf der Weltmeisterschaft in Feltre. Heute war anfangs noch viel Feuchtigkeit im Tal zu sehen und der Wetterbericht wurde über Nacht angepasst. Es waren heute im weiteren Tagesverlauf Schauer und Gewitter zu erwarten. Das TAS-Komitee setzte daher eine eher kurze Aufgabe von 54 Kilometern. Vor dem Start fragten wir das deutsche Team nach einer Einschätzung, was bei den letzten Läufen jetzt wichtig ist. Also für mich ist jetzt einfach wichtig, dass ich schöne Flüge haben werde. Also ich bin eh relativ weit hinten und ich werde jetzt einfach versuchen, mein Bestes zu geben und schauen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, wir werden uns jetzt mal natürlich mit der Taktik überlegen. Vielleicht werden wir uns aufteilen oder mal schauen, wie wir es machen können. Auf jeden Fall werden wir alle zusammen natürlich versuchen, unser Bestes zu geben, uns gut abzusprechen und dass halt immer mindestens zwei gut positioniert ins Ziel kommen. Heute ist wieder ein neuer Tag. Heute versuchen unsere Piloten wieder gut zu punkten. Im Moment läuft es für das deutsche Team eher schwierig, aber jeder Tag gibt was Neues her und wir versuchen natürlich bestmöglichst zu punkten. Die Piloten sind motiviert und 56 Kilometer heute bei den, sag ich jetzt mal, niederen Verhältnissen von den Wolken und der Gewitterwahrscheinlichkeit ist immer so eine Durchmischung. Dann haben wir auch noch das Problem, dass es unten im Tal sehr stabil ist, aber wir geben das Beste und am Ende wird abgerechnet und da stand man bis jetzt immer ganz gut da. Also es kann sein, dass an den Bergen geflogen wird oder es kann sein, dass wir ins Flachland fliegen, aber die an den Bergen unterwegs sind, werden auf jeden Fall Minimum 30 bis 40 Minuten länger fliegen werden für die Aufgabe, als die übers Flachland gehen, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert und wenn die Berge auch nicht abgeschattet sind, würde ich sagen, dass beide Linien. Ja, die Gefahr besteht auch, dass wir keinen fertigen Lauf haben heute, weil es heute sehr stark schon brodelt. Und schauen wir mal. Vielleicht bricht es ja wieder zusammen. Aber es sind schon da vorne und da zwei dicke Wolken, die uns vielleicht den Weg versperren können. Bis hier. Zunächst wurde noch am Südstartplatz gestartet, doch später erforderte der Wind einen Umzug an den Oststartplatz. Thorsten Siegel startete durch und Marc Wensauer kommentierte für uns heute in der Luft. Wir befinden uns etwa auf 1500 Meter hier, es ging vorhin mal etwas höher auf 1600. Dicke Wolken überall, schauen wir mal, ob wir heute lange fliegen können. Oder ob ein Gewitter uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Leider quollen die Wolken doch recht hoch, es begann zu regnen und der Lauf wurde nach 42 Kilometern gestoppt. Ja, es hat jetzt das Regnen angefangen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir den Lauf zu Ende fliegen können, sondern wir werden jetzt hier zum Ausgleiten gehen. Das macht wenig Sinn, hier noch irgendwas zu probieren. Das ganze Tal regnet ab. Ja, also es war so, wir haben gewettet, dass wir übers Flachland fliegen. Und er hat gegen sich gewettet und hat verloren. Und dann sind wir übers Flachland geflogen. Und dann habe ich immer eine nette Spur gezogen und habe da eigentlich das ganze deutsche Team mitgezogen. Und es ist einfach super durchgelaufen. Wir haben wirklich tolle Linien getroffen und sind super geraced. Und wir hätten, glaube ich, auch irgendwie eine halbe Stunde später hätten wir die Aufgabe fertig geflogen. Leider wurde gestoppt, weil es geregnet hat. Genau. Ja. Ja, also wir hatten definitiv endlich mal mit der Routenwahl heute, also ist es super aufgegangen.
Die meisten anderen Nationen sind über die Berge geflogen und ja, wo wir alle zusammen waren, haben wir gedacht, naja, jetzt wird uns ja das Glück endlich mal Holz sein und am Ende Pepe mit den Leading Points auf Platz 1. Mit mir zusammen müssen wir uns leider teilen, Pepe, den ja, ersten Platz ist jetzt hart. Ja. Marc Dritter. Oli Fünfter. Also Fünfter. Vier Deutsche unter den Top 5, das gab es eigentlich so noch nie. Ja, und das Problem ist einfach noch zweimal zu machen und dann fahren wir nach Hause. Ja.